Halli, hallo und Hallöchen. Herzlich willkommen zurück beim Ranch Simulator mit dem Thorsten und dem Benny. Hallo zusammen. Hallo Max. Hi. So, wo sind wir eigentlich stehen geblieben? Das weiß ich nicht. Das weiß ich echt nicht mehr. Wir haben probiert, das jetzt noch fertig zu bauen, dass wir Versorgung haben. Und dann wollten wir den LKW ausräumen, das Fleisch im LKW verkaufen. Mhm. Das waren so die Pläne. Und da ist noch Stahl drin. Ja, deshalb sage ich ja, ausräume. Und dann müssen wir gucken, ob es ein Handrasenmäher gibt, weil nämlich man sollte mal das Gras in der Scheune mähen. Komm, schnell räumen mit dem. Doch, sollte eigentlich gehen. Ich weiß zwar nicht, was Benny gerade wieder macht dahinter. Spiele. Spazieren fahren, Bäume schlachten. Benny, nein. Okay, oder sollen wir das Holz mal sägen? Dann ja. Lieber, beziehungsweise lad's auf und fahr's einheitlich zusammen. Schmeiße mir dahin, Thorsten. Ja, du stehst gerade weg. Ich kann nein, du kannst dann. Jetzt. Ach so, du hast den Sack zum Ende der Hand, sorry. Ich hab gedacht, du hast Metall dabei. Nimm den Hänger mit. Benny, nimm den Hänger mit, dann kann ich mehr laden. Hab ich. Gut. So. Unser Hühner schlafen. Mhm. Dann gucken wir gleich mal, was da an Eier drin liegen. Oh ja. So. Benny, du sollst vielleicht auch noch Licht ummachen. So, mir wollte auf jeden Fall was. Ja, an. Was ich noch dabei. Ja, aber du kannst das Licht am Auto noch anmachen. Sorry, Thorsten. Was ich glaube ich der Meinung war, ist, dass wir noch drüber einen Zaun angefangen haben, wo man fertig machen wollte. Für Schweinchen und für Kühe. Mhm. So war doch irgendwas. Wobei wir uns wahrscheinlich auf Schweinchen konzentrieren am Anfang. Und zur Information an da draußen, das ist das Update. Das heißt, wir können uns ein Gewehr verdienen. Mhm. Aber das müssen wir uns erst angucken, wie das gehen soll. Weiß es nicht. Ich habe aber auch nirgendwo einen Dings gesehen. Was denn? Einen Guide. Hast du mal in die Anleitung reingeguckt? Also nicht im Spiel selber, sondern normalerweise gibt es ja bei Steam oder so. Doch, so Guides. Da gab es ein bisschen einen Guide dabei. Okay. Und da stand irgendwas mit, man muss eine Mission irgendwo machen, dass man die Quere bekommt. Oder dass man das quer bekommt. Okay. Da bin ich ja mal gespannt. Nicht nur du. Wenn ihr da gerade Standbild. So. Eier sind auch aussortiert. Vor allem. Sehr gut. Vor allem jetzt haben wir ja, glaube ich, die Möglichkeit, Futter zu kaufen. Ja. Jetzt haben wir eine große Futterdruck und die Wasserversorgung. Mhm. Wenn man es richtig gemacht habe. Ja, für 200 Euro füllen. Mhm. Ja. 200 Euro. Okay, die Hühner schlafen. So. Genau. Die Tröge müssen wir noch bauen innen drin. Holzplanke. Bin auf dem Weg. Damit ist alles so schön aufgeräumt haben da drin. Wer hat es denn so schön gesetzt? Ich weiß es nicht, wer war denn das? Ich? Du warst das. Mhm. Was das derjenige, wo die Säge laufen lassen hat? Nein, ich habe nur aufgesetzt. Okay.
Was haben wir gesagt? Schweinchen geben das, ne? Hol beim LKW Schweinchen. Ja. Ja, bringst du noch ein Holzbrettchen? Ja, ich kann auch noch mehr bringen. Ne, eins bräuchte man noch. Nee, außer ist doch noch ein Zaun. Ja, eins aber für hier drin, für den Druck. Ja, ich komme noch gerade. So, Wasser müssen wir jetzt auch noch kümmern. Ja, Nicht. Benny. Alles gut. Okay. Jetzt müsste alle Tröge, auch die von den Hühnern, mit Wasser gefüllt sein. Nee, da fahre ich separat hin. Okay. Da haben wir auch noch Lichter. Aussteigen. So, dann schauen wir mal, ob das neue System, was ich eingebaut habe, auch funktioniert. Mit der Perspektive. Nee, andersrum. Ja, bis auf eins. Blödes Mausrad, du. Das Mausrad kann ja nichts davor. Das Problem sitzt meistens vor dem Mausrad. Ja, auf jeden Fall. So, aber wie ihr seht, haben wir uns eigentlich jetzt relativ mit dem neuen Spielstand alles wieder aufgebaut, so wie wir es letztes Mal angefangen gehabt haben. Ja. Ja, für manche Leute ist es gecheatet, für manche halt nicht. Aber wir sind halt der Meinung, dass wir zumindest ein bisschen mehr Spielspaß haben und dass ihr auch was ein bisschen mehr seht, haben wir einfach gesagt, wir machen es jetzt so. Genau. Weil ich sag mal so, ihr wollt ja auch ein paar Sachen sehen und nicht nur jeden Tag oder jede Folge, dass wir irgendwas zusammensetzen. Was wir zwar jetzt trotzdem zum Teil machen, aber halt nicht ununterbrochen. Ich glaube, jetzt ist gut. Oder? Ja, gut, ich bin durch. So. Sobald es Tag wird, fährt Max das Wildfleisch verkaufen, nehme ich an. Kann ich tun? Und ein paar Schweinchen holen. Kann ich tun? Darfst du Geld ausgeben? Juhu, mal gucken, ob heute mich das Spiel kaufen lässt. So. Und wir haben jetzt zwar eine große Küche, haben wir festgestellt, mit allem drum und dran. Aber ich habe auch gesehen, dass man sowas auch außerhalb des Hauses bauen kann. Und wenn jemand Zeit hätte, könnte mir helfen. Bei. Verladen. Ich habe irgendeinen Blödsinn gemacht beim Verladen. Das mit dem Rasenmäher muss besser werden. Wieso? Ja, du kannst ja mit dem Rasenmäher in Scheune reinfahren. Doch. Mache ich mit meinem auch. Ja, aber mit dem Handrasenmäher. Was? Klatsche ich mir noch von Hand? Dann hat man gleich einen Roboter, oder? Nein. Ah, er ist auch jetzt mehr. Wenn dann richtig. Ich habe jetzt nichts gesagt. Thorsten. Ja, genau, gleich im 7. Tonne, mit dem 3,5 Tonner. Nein, mit dem Dings. 49.
XL-Upper. Okay. Natürlich. Was ist das jetzt für ein Scheiß? Was hab ich jetzt da für ein Film? Ja. Oh mein Gott, die sind hängerbeladen. Wer sitzt denn eigentlich gerade auf dem Meer? Ich, warum? Nur so. Damit es. Damit ich's weiß. Könntest du mal, bevor du mit dem Meer da drin noch alles kaputt machst? Rechts vor der Scheune. Vor welcher? Da, wo du gerade drin saß. Ja. Ist ein Dings. Liegen noch zwei Holzbretter. Yes. Würdest du die vielleicht abholen? Ja. Dankeschön. Nein. Vielleicht. Okay. Bin ja schon unterwegs. Und ich krieg hier das Kotzen. Warum? Warum? Weil die Ladefunktion hier scheiße ist. Das haben wir bestimmt 20 Folgen gemacht. 20? Ja, 20. Mehr. Ich hab's allein das ganze Thema über 20 Folgen gemacht. Oh mein Gott. Ja, genau. Und wir waren schon auf dem besten Weg zum guten Geld. Ja. Gab es ein Update. Aber ich muss ehrlich gestehen, das Update hat was gebracht bisher. Ja. Aber ich weiß nicht, wo die Holzbretter liegen sollen. Die liegen da im Gras. Ja. Alles gut. Thorsten, blind Thorsten. Nee, das ist, du siehst wirklich nicht. Ja. Wenn Gras drüber wachsen, direkt draufstehst, keine Chance. Oh meine. Benny. Er kennt doch jetzt den Scheißbaum hier. Ich glaube, die Zuschauer wollen Benny mal groß sehen. Oder? Also benehm dich. Liegt da ein Haufen Holz. Das musst du alles einsammeln, Benni. Wo hast du jetzt ein Problem damit? Dass ich ablade. Überhaupt keine Stimme mehr reintun kann. Frag mich nicht, warum. Weil vielleicht irgendwie doch voll. Nein, nicht voll. Du warst noch fertig. Also wild ist verkauft. Da passen bestimmt noch 20 Dinger drauf, Stämme drauf. Ja, und warum kann ich jetzt davon nichts mehr draufschmeißen und du die ganze Zeit draufschmeißen kannst? Wie machst du es? Rechte Maustaste? Ja, und dann tue ich es mit dem Rad einstellen, dass es dann grün wird. Aber bei mir wird es nicht grün, bei mir ist die ganze Zeit rot. Also, aber im Rad. Kurze Sache. Hm? Ja. Wie viele Schweinchen männlich und wie viele Schweinchen weiblich? Zwei weiblich und der Rest männlich. 3-3 oder 2-2? Ich werde zwei Schweine männlich nehmen, meine Sache. Und vier weibliche. Gerne doch. Auto. Mhm. Das rutscht schön hin und her. Ist nur bei dir so, oder bei mir auch? Nee, das Auto rutscht. Was bei uns rutscht? Wo rutscht es? Die ganze Zeit. Kannst du dir das gerne im Video dann angucken. Mach ich doch auch so. Seitlich hochgestapelt, aber nichts in der Mitte drin. Ja, ich guck. Vorher war das sogar. Jetzt ist es sogar so heftig, dass es bei mir
Ruckelt halt im Bild. Bei mir nicht. Und ich kann beide Fahrzeuge nichts mehr aufladen. Ich kriege immer noch Material drauf. Jetzt kannst du fahren. Komm, fahr's ja. Ich bräuchte mal ganz kurz jemanden von euch, am besten mit dem kleinen Fahrzeug. Wieso? Ich sag mal so, vier Schweinchen. Da passt eigentlich maximal 4. In diesem hoch. Auto ist kein Platz mehr. Okay. Benny? Benny? Ja. Bisschen Gas geben. Hängst du bitte den Hänger ab? Ich würde gern das Holz ja schon abladen. Den Hänger abhänge und natürlich dann sag mal's. Ja. Die Gator. Wow, was ist denn heute los? Die Gator abladen mit Holz. Ja. Bin ich hier gerade dabei? Was machst du denn? Nein, nicht. Leg's doch gleich innen rein. Leg's doch gleich da rein, wo es hin soll. Du kannst du nachher gleich sägen, weißt du? Nee, das dauert zu lang. Wahrscheinlich habe ich ja nachher keine Arbeit, weißt du? Du wirst Arbeit bekommen. In der Not suche ich. Ich werde finden. Die wird dir dann nicht gefallen. Wo bist du, Max? Am Laden. Wie Laden? Was? Ich denke, alles gut. Alles gut. Das heißt, ich bin jetzt aus der Farm raus. Rechts. Wenn du M drückst, siehst du die Map. So. Laden hier, Max. Hier bin ich. Einfach mit runter. Baumarkt. Ich weiß nicht, ob ein Baumarkt ist. Nein, oben an dem Markt. Okay, ich bin gerade Richtung Baumarkt. Okay, scheiße. Sorry. Ich bin echt am Überlegen. Was denn? Ob mir ein bisschen aufwerten. Was magst du aufwerten? Spritze, Fleischwolf. Ahahaha. Okay. Also die Spritze gibt's noch nicht. So. Bin jetzt hier, dann muss ich. Ja. Fahre ich hier raus. Jetzt bin ich auf der rechts. Rechts und dann der Straße folgen. Da war ich ja vorher auch. Scheint aber nicht so gewesen zu sein.
Okay, sie haben mittlerweile sogar den Zaun der Tiere animiert. Was? Die Schweine grunzen. Die grunzen. Ja, wusste nichts. Haben wir jetzt Grunzschweine? Moin moin. Mahlzeit, herkomme. Danke. Eins. Zwei. Verwalten. Ja, bin ich hier. Gehst du Gassi mit denen oder so? Ja. Musst du. Wir haben die ganz am Anfang, haben wir die an der Leine nach Hause geführt. Haben wir voll. Ja. Ist doch verkehrt drum, oder? Ich weiß es nicht. Das ist doch verkehrt drum. Kannst du mir gerne Pupelli? Kannst du nur stellen? Okay. So, weiter geht's nach Hause. Nach Hause telefonieren. Oh, Jungs. Ja? Einmal bitte verabschieden. Was? Die Schweine verabschieden? Nein. Nein, allgemein verabschieden. Zuschauer hoffe ich doch. Ja. Okay, es tut uns schon wieder leid, dass die Folge schon wieder rum ist. Auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Und schaut beim nächsten Mal wieder rein. Auf Ciao. Wiedersehen. Ciao.